Herzlich willkommen zum Webinar über Unit-Test und Code-Coverage-Messungen mit dem Werkzeug TESI. Mein Name ist Frank Büchner von der Firma Hitex und ich will das Webinar damit beginnen, einen ganz kurzen Einblick in die Firma Hitex zu geben. Uns gibt es jetzt 45 Jahre. Unser Hauptsitz ist in Karlsruhe in Deutschland. Seit 2003 sind wir hundertprozentige Tochter von Infineon. Wir sind weltweit vertreten, also auch in England gibt es eine echte Niederlassung von uns, aber auch sonst weltweit durch Distributoren. Wir machen viele Dinge, unter anderem bieten wir Entwicklungswerkzeuge an, also zum Beispiel Compiler oder auch In-Circuit-Emulatoren und Software-Quality-Tools, wo jetzt zum Beispiel statische Analysewerkzeuge und solche Dinge dazugehören. Unter anderem gehört da halt eben auch das Werkzeug TESI dazu, ein Werkzeug für den Unit-Test oder Modultest von Embedded Software. Und bei TESI sind wir also verantwortlich für den Vertrieb, fürs Marketing. Wir bieten auch Training für TESI an und für den First-Level-Support. Mit TESI bieten wir auch Test-Services an, also wenn Sie Software haben, die dringend getestet werden muss, Unit getestet werden muss, dann können Sie die an uns geben und wir testen sie dann für Sie und gegen die Zahlung eines geringen Geldbetrags bekommen Sie die Ergebnisse zurück. Wir testen auch mit anderen Werkzeugen, also auch für Systemtest, Hill-Systeme und solche Dinge. Wie gesagt, wir machen noch viele, viele andere Dinge, Engineering für eigene Produkte oder auch im Auftrag. Wir haben eine Produktion, eine Hardware-Produktion, wir bieten Consulting-Services an und für die drei Mikrocontroller eben Aurix von Infineon oder die ARM-Familie oder den Traveo, der ursprünglich mal bei Cypress war, sind wir auch ein Designhaus, also da könnten Sie sich auch an uns wenden, wenn Sie da Design mit diesen Mikrocontrollern vorhaben. Okay, das war sozusagen der Werbeblock. Nun zum Organisatorischen. Während des Webinars können Sie Fragen stellen. Allerdings werde ich sehr wahrscheinlich nicht in der Lage sein, die live und online zu beantworten. Die werden alle gesammelt und ich werde die per E-Mail heute Nachmittag beantworten, so gut ich kann. Und eine Frage nehme ich gleich mal vorweg. Ja, Sie bekommen die Präsentationen, die ich jetzt heute benutze und auch eine Aufzeichnung von einem Webinar über dieses Thema automatisch nach dem Webinar zugeschickt. Das macht unser Webinar-Tool, das dauert aber vielleicht einen Tag oder zwei. Okay, das war sozusagen die Vorrede. Nun nochmal, jetzt geht's richtig los. Also nochmal herzlich willkommen zum Webinar über Unit-Testing mit dem Werkzeug TESI. Das Webinar habe ich in drei Teile aufgeteilt. Das erste ist, wir müssen ein bisschen über die Unit-Test-Theorie reden. Und dann kommen wir zum praktischen Teil. Da werde ich Ihnen am Werkzeug TESI eben zeigen, wie so ein einfacher Unit-Test mal durchgeführt wird, wie ein Testfall aussieht und wie man dann auch Code-Coverage misst und wie man die Ergebnisse sich anschauen kann und so weiter. Und weil wir in diesem kleinen Live-Blog bei weitem nicht alle Features von TESI zeigen können, habe ich danach nochmal einen ganz, ganz kurzen Überblick über die Hauptfeatures, also die wirklich großen Dinge, die es in TESI noch zu entdecken gibt, wenn Sie vielleicht dazu Interesse haben. Der erste Teil, der ist in einer eigenen Präsentation, da gehe ich jetzt mal hin und außerdem schalte ich jetzt meine Kamera ab, damit wir ein bisschen Bandbreite sparen. Sie haben jetzt ja sozusagen mich gesehen und bitte Sie, mich weiter vorzustellen. Okay, ich sagte ja, der Theorieteil ist in zwei grobe Blöcke geteilt. Zunächst rede ich ein bisschen über Unit-Test von C und C++-Programmen ganz im Allgemeinen und dann erkläre ich, wie es mit TESI funktioniert. Das muss man leider vorher tun, oder was heißt leider, weil TESI viele, viele Dinge automatisiert und wenn man also nicht weiß, was da automatisch im Hintergrund abläuft, ist es also schwierig, das dann auch zu verstehen und zu würdigen. Okay, zum Punkt 1. Also wenn ich über Unit-Test rede, dann ist die erste Frage natürlich, was ist denn jetzt eine Unit? Und für mich hängt es davon ab, welche Programmiersprache verwendet wird. Und da wir im Embedded-Bereich hauptsächlich C und C++ verwenden, ist die Antwort für C ist es halt eben, ja, eine Unit als Testobjekt des Unit-Tests ist in erster Linie mal eine Funktion im Sinne von C. Und
dass neben Unit-Test auch den Begriff Modultest gibt. Je nach Standard, den Sie verwenden, heißt das, was wir jetzt besprechen, Unit-Test oder Modultest. Also wenn Sie zum Beispiel 61508 als Standard verwenden, darin geht es um Modultest, da werden Module getestet. In diesem Fall wären auch die C-Funktionen eines C-Programms die Module als Testobjekte für den Modultest. Wenn Sie zum Beispiel ISO 26262 haben, also den Automotive-Standard, da drin wird immer nur von Units geredet und von Software-Unit-Verification und solchen Sachen. Da sind halt eben auch die Funktionen im Sinne von C, die Units, die da als Testobjekte gemeint sind. Okay, das war die Situation in C. Wie sieht es in C++ aus? Da ist es im Prinzip ganz ähnlich, nur haben wir da halt eben Methoden, die die Testobjekte sind, sowohl die Units vom Unit-Test wie auch die Module vom Modultest, je nachdem, wie Sie es nennen möchten. Okay, und wenn wir uns darüber klar sind, dann können wir uns eine Software-Applikation ungefähr so vorstellen. Die roten Rechtecke hier, die repräsentieren die Units oder die Module oder die C-Funktionen oder die Methoden. Und die roten Pfeile stellen die Aufrufhierarchie dar. Und wenn mich jetzt die Frage umtreibt, was bedeutet denn Unit-Test für eine solche Unit hier, dann greife ich mir eine rauf aus, die sowohl eine aufrufende Unit über sich hat, als auch selbst eine Unit aufruft, für das Beispiel. Also das heißt, die Frage ist jetzt, was bedeutet Unit-Test für diese Unit hier in der Mitte von diesem blauen Rahmen? Das sehen wir jetzt auf der nächsten Seite. Unit-Test bedeutet, dass ich die Unit, die ich testen möchte, aus der Gesamtapplikation herauslöse. Ich teste sie isoliert vom Rest der Applikation. Ich teste sie dann einzeln, eine nach der anderen. Und der wichtige Punkt hier ist, ich teste sie auf Herz und Nieren. Was bedeutet Herz und Nieren testen? Also ich nehme nicht nur als Testeingangswerte die normalen Werte, die man so üblicherweise erwarten würde, wo man auch davon ausgehen kann, dass die Unit die auch richtig verarbeitet, sondern man versucht, Extremwerte zu nehmen, also Boundary Values, wie der Begriff heißt, also Grenzwerte, den größten Wert, den kleinsten Wert, Werte an irgendwelchen Grenzen, Ausnahmewerte, was weiß ich, verbotene Werte, die eigentlich gar nicht vorkommen dürfen, solche Dinge und schaut dann, ob die Unit mit solchen Eingaben zurechtkommt und ob sie da richtig reagiert. Und ja, wie gesagt, man testet den Isolation vom Rest der Applikation. Diese Isolationspunkte gibt es also zweimal. Einmal hier oben halt die Isolation zur aufrufenden Funktion hin und unten die Isolation zu aufgerufenen Funktionen oder Units hin, falls unser Testobjekt andere Units aufruft. Die Isolation nach oben zur aufrufenden Unit, die hat einen großen Vorteil. Man kann nämlich mit beliebigen Testeingangsdaten arbeiten. Schauen Sie sich die Situation hier an, die ich Ihnen hier zeige. Wir haben hier zwei Funktionen, die Funktion F1 und F2. F1 ruft F2 auf, aber und zwar mit einem Pointer als Parameter, aber sie ruft nur dann auf, wenn der Parameter ungleich 0 ist. Umgekehrt, die Funktion F2 kriegt natürlich den Parameter und das Erste, was sie tut, ist, sie prüft, ob der übergebene Pointer ein Nullpointer ist. Und wenn ja, dann sagt sie, ja, das ist unzulässig, damit kann ich nicht arbeiten und gibt eine bestimmte Fehlernummer zurück. Das ist hier die rote Zeile, die Sie sehen, ja. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass wir diese zwei Funktionen zusammentesten, im Systemtest zum Beispiel, dann ist Ihnen ja leicht klar, dass, also zumindest mal, wenn wir davon ausgehen, dass F2 von irgendwo anders her aufgerufen wird, dass wir es im Systemtest nicht schaffen, diese Return-Anweisung, die rote Return-Anweisung auszuführen, weil halt eben nie F2 mit einem Nullpointer aufgerufen wird. Und jetzt kommt der große Vorteil des Unit-Tests. Da testen wir F2 ja in Isolation und das bedeutet, dass wir im Prinzip beliebige Testeingangsdaten verwenden können. Es ist technisch sehr einfach, dann einen Nullpointer zu übergeben, dann sehen wir in F2, ob der richtig erkannt wird. Wir sehen auch, ob die richtige Fehlernummer zurückgegeben wird und wir kriegen dann auch F2 auf 100% Coverage, weil eben auch die Return-Anweisung ausgeführt wurde. Ja, und das können wir halt einfach nur deswegen tun, weil wir F2 in Isolation testen im Unit-Test eben. Also das ist der Vorteil der Isolation nach oben. Naja, es gibt auch die Isolation nach unten eben, falls unsere Unit andere
Units oder Funktionen oder Methoden aufruft, dann würden wir im, jetzt sage ich mal, im reinen und akademischen Unit-Test diese Aufrufe durch sogenannte Stub-Funktionen ersetzen. Das sind dann Platzhalter für eben die ganze aufgerufene Hierarchie. Das hat zunächst mal den Vorteil, dass wir die aufgerufene Hierarchie gar nicht brauchen. Aber der Hauptvorteil ist eigentlich, dass wir sozusagen beim Unit-Test alles außerhalb dieser blauen Linie unter unserer Kontrolle haben. Also wir hängen nicht vom Rest der Applikation ab. Und wenn sich diese Applikation ändert, interessiert uns das erstmal nicht. Unsere Tests laufen immer weiter durch. Also die sind reproduzierbar. Ein Unit-Test ist reproduzierbar. Ich habe bestimmte Eingangswerte und die liefern immer dieselben Ausgangswerte. Weil ich ja, also solange das Testobjekt habe ich unter Kontrolle und das außenrum habe ich auch unter Kontrolle. Es kann sich also nicht unerwartet ändern eigentlich. So, und dieser Determinismus erlaubt mir eben halt auch Unit-Tests beliebig zu wiederholen. Es sollte immer das Gleiche rauskommen. Das muss gegeben sein, damit ich Regressionstests durchführen kann. Das wird in vielen Standards gefordert und das sagt ja auch der gesunde Menschenverstand, dass wenn ich an meinem Testobjekt was geändert habe, dann muss ich die Tests, die schon mal erfolgreich bestanden sind, die sollten dann eigentlich immer weiterhin bestanden sein. Und das ist eben Regressionstest. Also man schaut, dass sich das Testobjekt nicht verschlechtert, insbesondere nachdem man Bugfix gemacht hat oder solche Sachen. Ja, das ist also der Vorteil der Isolation nach unten. Diese blaue Linie, die wir hier sehen, diese Ellipse, die nenne ich gern das Interface der Funktion. Die stellt das Interface der Funktion dar und da werfen wir jetzt noch einen genaueren Blick drauf. Das Interface, wie es hier dargestellt hat, hat einen oberen Teil. Das ist, was Sie vielleicht erwartet haben schon. Zum Interface gehören nämlich die Eingangsvariablen. Das sind die Variablen, die durch das Testobjekt gelesen werden und nicht geschrieben werden. Der obere Teil stellt auf der rechten Seite der rote Pfeil, das sind die Ergebnisvariablen, also die Variablen, die durch das Testobjekt geschrieben werden. Da, falls das Testobjekt einen Return-Wert hat, gehört der natürlich auch zu den Ergebnisvariablen. Und es kann natürlich auch sein, dass eine Variable sowohl Eingang als auch Ausgang ist. Also wenn Sie sich vorstellen, dass das Testobjekt eine globale Variable inkrementiert, dann wird die Variablen wird ja zunächst mal gelesen, ist also Eingang, dann wird es inkrementiert im Testobjekt und dann wird es irgendwann mal zurückgeschrieben. Damit ist es Ergebnis, also eine Variable kann sowohl Eingang als auch Ausgang sein. Ja, das war sozusagen der obere Teil, den man eigentlich sich so vielleicht schon erwartet hat. Es gibt aber auch einen unteren Teil im Fall, dass mein Testobjekt andere Testobjekte, andere Units aufruft, habe ich ja gesagt, dann werden die normalerweise im reinen Unit-Test, im akademischen Unit-Test durch sogenannte Stub-Funktionen ersetzt. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass die aufgerufene Funktion, also die Stub-Funktion, Parameter erhält vom Testobjekt, dann sind die Werte der Parameter natürlich Ergebnisse. Also man muss dann sagen können, ja, im fünften Testfall erwarte ich, dass der Parameter 3 dieser aufgerufenen Funktion den Wert 27 hat. Sowas in diese Richtung. Und umgekehrt, wenn wir uns vorstellen, dass die aufgerufene Funktion zum Beispiel einen Return-Wert hat, dann hoffen wir doch, dass unser Testobjekt diesen Return-Wert irgendwie, ja, also zur Kenntnis nimmt, entsprechend reagiert und damit ändert sich ja auch das Verhalten des Testobjekts aufgrund des Return-Werts. Insofern ist der Return-Wert natürlich dann eine Eingabe in unser Testobjekt für einen bestimmten Testfall. Also diesen, sagen wir mal, den unteren Teil hier des Interfaces, das hat man vielleicht nicht immer so gleich auf dem Schirm, aber das gehört zum Interface dazu. Okay, ja, das war jetzt ein bisschen der kompliziertere Teil. Hier sehen wir jetzt, jetzt wird es wieder einfacher, hier sehen wir den Zustand unserer Applikation am Ende des Prozessschritts Unit-Test. Die Rechtecke, die früher rot waren, sind jetzt alle grün. Das bedeutet, der Unit-Test wurde erfolgreich durchgeführt und das bedeutet, jede Unit für sich allein genommen tut, was sie tun soll aufgrund ihrer Spezifikation. Aber die Pfeile hier sind nach wie vor rot. Das bedeutet, wir wissen am Ende des Unit-Tests noch nicht, ob diese Units auch richtig zusammenspielen, ob die sich gut verstehen.
Und deswegen sind die Pfeile auch noch rot. Und diese Pfeile grün zu kriegen oder diesen Zusammenspiel zu testen, das ist dann Aufgabe von späteren Stufen im Testprozess, zum Beispiel vom Integrationstest oder vom Systemtest. Aber das ist jetzt nicht Thema vom heutigen Webinar. Okay, das war jetzt sozusagen die theoretische Einführung. Wir kommen jetzt eben zum zweiten Teil, wo ich Ihnen nochmal jetzt genau erläutern will, was denn eigentlich so bei TESI funktioniert, wenn man Unit-Tests tut. Naja, wir wissen ja inzwischen, was eine Unit ist. Und naja, der Unit-Test beginnt eigentlich dadurch, dass ich eine C-Quelle mir raussuche oder eine C++-Quelle raussuche, also den Quellcode des Testobjekts enthält. Und TESI, ja, analysiert dann dieses Quellmodul und je nach Sprache listet es mir halt alle C-Funktionen auf, die drin sind. Das sind nämlich meine, ja, möglichen Testobjekte, meine potenziellen Testobjekte oder halt die Methoden, die drin sind. Und dann habe ich also eine Liste der möglichen Testobjekte. Das ist jetzt noch nicht so schwierig, aber schwierig und wichtig ist, dass TESI eben das Interface von jedem Testobjekt bestimmt bei dieser Analyse. Und naja, über das Interface haben wir ja einen Haufen schon geredet hier, deswegen jetzt hier eine vereinfachte Version im oberen Teil, also wie gesagt, Eingangs- und Ausgangsvariablen. Und in der Tabelle, auf der unteren Seite, die ersten zwei Zeilen, die Zeilen, die in Grau unterlegt sind, also die geben ein einfaches Beispielinterface an. So ein Interface heißt dann konkret, ja, das Interface hat eine Variable A hier auf der linken Seite, die ist Eingabe, es gibt eine Variable B, die ist Eingabe und Ausgabe, habe gesagt, kann beides sein zugleich. Es gibt eine Variable C, die ist nur Ausgabe. Unser Testobjekt hat einen Return-Wert, der gehört eben zu den Ausgaben und hat deswegen die Passierrichtung Out. Es gehören eigentlich auch noch die Datentypen der Variablen dazu, aber die habe ich jetzt mal weggelassen. Also die ersten zwei Zeilen geben das Interface an, Passierrichtung und Variablenname und so. Und das Interface bestimmt die Struktur eines Testfalls. Das Interface bestimmt die Struktur eines Testfalls. Der Satz ist relativ wichtig, deswegen habe ich ihn wiederholt. Das heißt, das Interface sagt mir, für welche Variablen muss ich Werte vor dem Test vorgeben, für welche Variablen muss ich erwartete Werte vorgeben und wie sieht es aus. Das heißt, vom Interface aus kommt man zum Testfall, indem man Werte für die Variablen angibt. Und die dritte Zeile hier unten, die stellt jetzt einen Testfall dar, also die Zeile in Gelb, ein Testfall mit Daten. Wir haben jetzt einen Testfall, wo wir sagen, ja, vor dem Test soll die Variable A den Wert 5 haben, die Variable B soll vor dem Test den Wert 4 haben und ich erwarte, dass sie nach dem Test den Wert 8 hat. Die Variable C, da habe ich nur einen erwarteten Wert nach dem Test, da habe ich 17 und ich erwarte, dass der Return-Wert unseres Testobjekts, dass der 42 ist. So komme ich also zum Testfall. Und in meinen Augen ist die Testfallspezifikation, also die Antwort auf die Frage, wie viele Testfälle brauche ich denn und welche Werte sollten die Variablen jeweils haben? Diese Fragen, das sind in meinen Augen Fragen, die durch einen Menschen zu beantworten sind. In meinen Augen gibt es keine vernünftige Automatisierung, wie man sozusagen Testfälle ableiten kann und sie sich automatisch erstellen kann. Also hier ist zumindest im heutigen Stand in meinen Augen noch sage ich mal, Brainpower gefragt. Also man muss da irgendwie drüber nachdenken oder ein Review machen. Man kann das meinen Augen nicht vollständig automatisieren. Wenn man aber dann die Testfälle also in TESI irgendwie angelegt hat und sich da Gedanken gemacht hat, ab da geht dann alles automatisiert in TESI. Der erste Schritt, der also passiert, ist, TESI erzeugt, was wir Testapplikation nennen. Sie sehen hier die Testapplikation dargestellt. Das Herz der Testapplikation ist unser Testobjekt. Also normalerweise der unveränderte Quellcode von der Unit, die wir testen wollen oder, ja. Und das ist hier grün unterlegt. Die blauen Teile, die werden von TESI automatisch generiert. Man sieht, da ist ein Main drin. Das heißt, es ist eine Standalone-Applikation. Die Testapplikation ist eine Standalone-Applikation. Falls ich TESI angewiesen habe, mir Stub-Funktionen zu generieren, was TESI tun kann, dann wird der Code hier auch bei dieser Gelegenheit generiert.
Man sieht, dass es einen Startup-Code gibt, falls ich vorhabe, diese Testapplikation, also die Testausführung später auf Hardware zu machen, auf einem echten Mikrocontroller, auf einer echten Hardware, dann brauche ich natürlich auch geeigneten Startup-Code für meinen Mikrocontroller und eben halt die Hardware, die ich im Auge habe, die würde dann hier auch an die für die Testapplikation drangestellt. Also die wird komplett dann automatisch generiert. Testdaten ist nicht in der Testapplikation enthalten. Das bedeutet, die Testapplikation ist immer gleich groß, egal wie viele Testfälle habe, ob ich einen Testfall habe oder 1000 Testfälle. Die Größe der Testapplikation hängt davon nicht ab. Das heißt, auch auf kleinen Mikrocontrollern stellt das eigentlich kein Problem ab, dass die vielleicht nur wenig Speicher haben. Okay, wie gesagt, diese Testapplikation wird generiert, als Quellcode generiert, kann man sich auch angucken, wenn man möchte. Der nächste Schritt ist dann, dass TESI diese Testapplikation in was Ausführbares übersetzt. Und TESI kann da verschiedene Compiler benutzen. Sie sehen jetzt hier dargestellt auf der linken Seite dieser Ast auf der linken Seite, der sagt, also TESI kann den ja, Native GCC Compiler verwenden, der ist mit TESI automatisch immer dabei. Das ist ein Windows Compiler, also Native. Das heißt, der würde die Testapplikation in eine Windows-Anwendung übersetzen, also in Exe-File, wenn Sie so wollen. Und dann kann ich natürlich die Tests ganz ohne Hardware auf dem PC ausführen. Das ist insofern recht einfach, hat aber auch ein bisschen, ja, Nachteile oder Dinge, die man berücksichtigen muss. Das erste zum Beispiel ist, wenn in meinem Testobjekt irgendwelche Schlüsselworte für einen speziellen Embedded Cross-Compiler drin sind, dann wird die der GCC nicht verstehen und deswegen kann der das so dann gar nicht übersetzen. Also wenn ich GCC einsetze, brauche ich eigentlich ANSI C-Code oder ANSI C++-Code, damit es der Compiler versteht. Und das Zweite ist natürlich, dass ein GCC-Compiler unter Umständen ganz anders funktioniert als der Cross-Compiler, den ich für mein Embedded-Projekt einsetze. Deswegen gibt es in TESI prinzipiell auch immer die Möglichkeit, dass ich einen Cross-Compiler verwende, den also natürlich den Cross-Compiler, den ich halt eben auch in meinem Embedded-Projekt verwende. Ich kann da auch die gleiche Version natürlich verwenden, die gleichen, sage ich mal, Optimierungen und solche Dinge. Das empfiehlt sich sogar, das zu tun. Und dann würde TESI eben diesen Compiler verwenden, um die Testapplikation in was Ausführbares zu übersetzen. Dann habe ich ein bisschen das Problem, dass ich dann ein Binary für einen Mikrocontroller habe und den kann ich halt eben ohne weiteres nicht auf meiner normalen Windows-Umgebung ausführen. Ich brauche eine spezielle Ausführungsumgebung, Execution Environment hier. Und bei TESI stellt üblicherweise der Software-Debugger, den ich halt eben in meinem Embedded-Projekt verwende, sozusagen das Interface dann zur Ausführungsmaschine da, also dieser Software-Debugger, also wir sehen später noch ein paar Beispiele, was da als Debugger verwendet werden könnte. Der kann entweder als Instruction Set Simulator arbeiten, dann bin ich hier bei der grünen Situation, dass ich halt nach wie vor das Binary von Mikrocontroller teste, aber in einer Simulation des Mikrocontrollers komplett auf dem PC. Dieser Software-Debugger kann aber auch als Interface zu einem, sage ich mal, In-Circuit-Emulator dienen. Dann würde ich die Tests auf dem In-Circuit-Emulator, auf dem richtigen Mikrocontroller ausführen. Oder dieser Software-Debugger kann, das ist die Situation ganz rechts, die Möglichkeit ganz rechts, als Interface zu einem Hardware-Debugger, wie zum Beispiel einem JTAG-Debugger, führen. Und ich führe dann die Tests auf dem tatsächlichen Zielsystem aus. Ich will noch mal kurz was zum Unterschied zwischen diesen beiden Möglichkeiten oder diesen vier Möglichkeiten sagen. Also für mich ist die Relevanz des Tests der entscheidende Faktor hier. Mit Relevanz des Tests meine ich, wie sicher kann ich sein, dass wenn ein Test in einer dieser vier Möglichkeiten das richtige Ergebnis geliefert hat, dass sozusagen, falls die gleichen Eingangswerte auf dem echten Zielsystem mal vorkommen, dass dann genau das Gleiche rauskommt. Und die Testrelevanz ist halt beim GCC, also beim Native GCC, gibt ja auch Embedded GCC, also die Embedded Code erzeugen, aber beim Native GCC ist die halt ziemlich gering. Ich habe hier einen 32-Bit-Compiler mit einer bestimmten Endianess und wenn mein Zielsystem ein 8-Bit-Mikrocontroller mit einer anderen Endianess ist oder so irgendwas in die Richtung, dann bin ich unter Umständen relativ weit weg vom tatsächlich richtigen Testergebnis, wenn ich mit dem GCC arbeite. Diese
Dieser Pfeil hier unten hat eine Lücke, weil ich denke, dass der Unterschied zwischen diesen zwei Host-Möglichkeiten weitaus größer ist als am Schluss der Unterschied zwischen der Simulation auf dem PC und der Ausführung auf der tatsächlichen Hardware. Also wenn ich den Simulator verwende, dann habe ich ja schon also den richtigen Version des Cross-Compilers, die richtige Optimierungsstufe, und dann wird halt eben da der Mikrocontroller simuliert, und ich hätte nur dann ein falsches Ergebnis, wenn zum Beispiel der Simulator einen Fehler hätte, der dann genau einen Fehler meines Testobjekts irgendwie überdeckt, sowas in die Richtung. Also da ist der Unterschied in meinen Augen nicht so groß, wie es der Pfeil vielleicht symbolisiert. Ich will nochmal auf die zwei Möglichkeiten hier eingehen. Cross-Compiler verwenden und Ausführung auf den Simulator und Ausführung auf dem tatsächlichen Zielsystem. Das habe ich hier nochmal einander gegenübergestellt. Links sehen wir die Möglichkeit, dass halt eben der Instruction Set Simulator eingesetzt wird und die komplette Testausführung auf dem PC erfolgt. Und auf der rechten Seite sehen wir halt eben, dass die Testausführung aus der Hardware erfolgt. Da dient der Debugger als Interface zu einem Hardware-Debug-System, also einem JTAG-Debugger. Debugger zum Beispiel, der dann mit dem tatsächlichen Mikrocontroller auf dem tatsächlichen Zielsystem kommuniziert und die Tests eben dort ausführt. Was wir hier auch sehen ist, Tessie kommuniziert lediglich mit dem Debugger, und Tessie weiß eigentlich im Detail gar nicht, also für Tessie unterscheidet sich es eigentlich nicht, ob die linke oder die rechte Möglichkeit verwendet wird. Die Testfälle sehen alle gleich aus. Es ist eine Einstellungssache. Man kann dann auch zwischen diesen zwei Möglichkeiten wechseln. Es empfiehlt sich also, wenn man die technische Möglichkeit hat, gibt ja vielleicht nicht immer einen Instruction Set Simulator für den Mikrocontroller, den man hat, sozusagen die Hauptarbeit in der linken Lösung zu machen. Also nur auf dem PC ohne Hardware hat man vielleicht nicht so oft die Hardware, dass man jeden Arbeitsplatz damit ausstatten kann, und dann halt eben ab und zu, insbesondere gegen Ende des Projekts, eben zu verifizieren, dass die Ausführung auf der Hardware die genau gleichen Ergebnisse gibt. Also wie gesagt, das kann man in Tessie relativ einfach umstellen. Ja, wir haben jetzt also die Schritte. Wir spezifizieren die Testfälle, dann generiert Tessie automatisch die Testapplikation, dann übersetzt Tessie die Testapplikation in was Ausführbares, sagen wir mal mit einem Cross-Compiler, dann wird die Testapplikation in den Debugger geladen, und dann werden die Tests ausgeführt. Ein Test wird in vier Schritten ausgeführt. Es ist hier dann mal dargestellt. Schritt 1 ist, die Eingangsdaten werden in die Testausführungsumgebung gebracht, also zum Beispiel in den RAM unseres Zielsystems, unserer Hardware. In Schritt 2 wird dann der eigentliche Test durchgeführt. In Schritt 3 werden die Testergebnisse von der Testausführungsumgebung zurück auf den PC geholt, also zum Beispiel aus dem RAM des Zielsystems, der Hardware, via JTAG-Debugger, via Software-Debugger zurück zu Tessie auf dem PC, und in Schritt 4 vergleicht Tessie dann eben, ja, ist das Ergebnis, das ihr erhalten habt, das erwartete Ergebnis, ist es gleich? Wenn ja, ist der Test bestanden? Wenn nein, bietet Tessie eine sehr komfortable Möglichkeit an, einen Testfall zu debuggen. Dazu gehört natürlich erstmal die Möglichkeit, dass ich Testfälle einzeln ausführen kann. Das ist normalerweise kein Problem. Der Hauptpunkt ist aber, Tessie ist in der Lage, einen Haltepunkt am Beginn des Testobjekts zu setzen in diesem Debugger. Das heißt, der Unit-Test wird nicht automatisch bis zum Ende durchgeführt, sondern wir landen im Debugger und haben dann eben die Möglichkeit, durch Line-Steps und Variablen anschauen, rauszufinden, wieso ein Testfall nicht das erwartete Ergebnis gebracht hat. Das werden wir nachher sehen in der Präsentation von Tessie. Und ja, wir gehen jetzt auch direkt über zur Präsentation von Tessie. Also Sie müssten jetzt ja, das grafische User Interface von Tessie sehen. Die von Ihnen, die mit Eclipse vertraut sind, die werden sagen, ah, das sieht ja aus wie Eclipse. Und ja, das liegt daran, dass Tessie auf der Eclipse Rich Client Plattform basiert. Das bedeutet, wir haben so Dinge wie Perspektiven. Sie sehen hier oben jetzt hier wir sind jetzt gerade in der Overview-Perspektive. Eine Perspektive, die gruppiert immer die Views. Also wir haben hier jetzt hier unten die Views, die eben für die Erfüllung einer bestimmten Aufgabe notwendig sind. Es gibt zum Beispiel auch eine Requirements Management Perspektive. Darin könnte man Requirements anlegen und mit Testfällen verlinken. Es gibt eine Klassifikationsbaum Editor Perspektive. Da könnte man Testfälle nach der Klassifikationsbaummethode anlegen. Also beides werden wir in diesem Webinar nicht tun. Wir haben hier eine Perspektive für Integrationstest. Wir
Wir haben eine Perspektive, um Coverage-Ergebnisse anzugucken. Das werden wir nachher sehen. Also während des Beispiels werden wir schon ein paar Perspektiven benutzen, aber nicht alle. Die Overview-Perspektive hat einen Test-Project-View. In diesem View sind sozusagen die Testfälle organisiert. Sie sehen jetzt hier schon ein paar Testfälle vorgegeben. Das ist eine baumartige Struktur. Ich lege da jetzt neu mal so einen Baum an. Die Wurzel des Baums heißt Test Collection und der kann ich jetzt auch einen Namen geben. Und unter dieser Wurzel gibt es eine Folderstruktur. Ich kann also beliebig viele Folder anlegen und den kann ich natürlich auch Namen geben. Diese Folderstruktur entspricht mehr oder weniger, sollte wahrscheinlich Ihrem Source Code Layout entsprechen. Also wie haben Sie Ihre Quellen angelegt, in Verzeichnissen verteilt und so weiter. Die Blätter dieses Baums, kann ich auch mehrere Ebenen haben, aber die Blätter des Baums schlussendlich heißen bei Tessie Module. Ich gebe dem auch mal einen Namen. Diese Dinge, die Module, sind üblicherweise mit C oder C++ Quellcode-Modulen verknüpft. Deswegen heißen die halt auch Module. Das heißt, ich muss oder ich kann jetzt hier an so ein Tessie-Modul die C oder C++ Quelle dranhängen, die ich für das Beispiel verwenden will. Und in diesem Zusammenhang habe ich jetzt auch gerade mal eine Frage an Sie. Sie können mir sagen, Sie könnten entscheiden, ob Sie lieber ein Testobjekt in C oder in C++ haben. Ich habe jetzt einen Poll gestartet und bitte Sie mal zu wählen. Ja, ich sehe schon, es wird gewählt. Ja, ich glaube, es hat sich stabilisiert. Ich schließe jetzt mal diese. Und ich möchte Ihnen das auch zeigen. Und Sie sehen, okay, C hat mit 2/3 zu 1/3 gewonnen. Das bedeutet, ich nehme ein Testobjekt in C. Ich habe dann gleich noch eine weitere Frage. Ich habe ja darüber geredet. Wir können entweder den Native GCC verwenden. Ich habe aber auch ein paar Cross-Compiler auf meinem Rechner installiert, die ich verwenden könnte. Zum Beispiel ein Keil-Compiler für einen Cortex-Mikrocontroller. In dem Fall wäre Microvision der Debugger, der im MDK ARM drin ist, die Ausführungsumgebung. Wir könnten aber auch einen IR-Compiler verwenden, hier für den MSP430. Da wäre C-Spy der Debugger, der in der IR Embedded Workbench drin ist, die Ausführungsumgebung. Wir könnten aber auch einen Hightech-Compiler verwenden für den Aurix-Mikrocontroller von Infineon. Und in dem Fall würden wir eine UDE von der Firma PLS, also UDE ist eine Bedienoberfläche für einen In-Circuit-Emulator, der kann aber auch als Instruction-Set-Simulator arbeiten. Den könnten wir also auch verwenden. Okay, auch hier sehe ich, es hat sich stabilisiert. Ich glaube, das Ergebnis ist eindeutig. Ich will Ihnen das auch zeigen. Also Sie haben gewählt, Keil-Compiler nehmen und Microvision als Ausführungsumgebung für einen Cortex. Ja, also gut, das werde ich dann tun. Ich schließe das jetzt wieder. Und ja, also wie gesagt, hier sind wir ja an dem Punkt angehalten, wo es um die Auswahl einer Quelle geht. Inzwischen weiß ich, dass wir eine C-Quelle brauchen. Ich habe was vorbereitet und es gibt hier eine C-Quelle, die würde ich gern verwenden. Ja, ich zeige Ihnen gleich, was da drin ist, damit ich es nicht vergesse. Wir müssen halt eben auch den Compiler auswählen. Normalerweise, wie gesagt, mit Tessie haben Sie immer den GCC-Compiler, aber den wollen wir nicht verwenden. Ich möchte jetzt hier diese Sache auswählen und ich sage jetzt gleich dazu, wenn Sie irgendwann mal vorhaben, Tessie zu evaluieren, werden Sie diese Auswahl von verschiedenen Compilern hier nicht haben. Man muss das entsprechend einrichten. Erstmal ist es ja ganz klar, wenn ich sage, man muss ja irgendwie Tessie auch die Chance geben, rauszufinden, wo der Compiler installiert ist. Also man muss sagen, wo ist er denn installiert und welche Optionen soll ich verwenden und wie soll gelinkt werden und solche Dinge. Ja, also das habe ich im Vorfeld gemacht und deswegen kann ich das hier auswählen. Okay, also ich habe gesagt, ich will, wie Sie es gewünscht haben, den Keil-Compiler verwenden. Ich habe auch die Quelle ausgewählt. Ich möchte Ihnen mal einen kurzen Blick in die Quelle reingeben. Ich nehme hier den in
Tessie eingebauten Editor. Sie können natürlich Ihren eigenen Editor verwenden. Wir sehen, es gibt nur eine einzige Funktion in dieser C-Quelle. Das wird unser Testobjekt werden. Die heißt isValueInRange und die löst ein sehr einfaches Problem, nämlich herauszufinden, ob ein Wert in einem Bereich ist oder nicht. Der Bereich wird angegeben eben durch einen Startwert und seine Länge. Und das ist in einer in einer Struktur drin mit zwei Komponenten, Startwert und Länge eben, was man hier oben sehen kann. Entschuldigung. Ich habe auch einen Parameter, von dem ich eben wissen will, ob er im Bereich drin ist. Wenn ich jetzt mal ein Beispiel mache mit den Werten, die hier stehen. Also wenn ich einen Startwert 5 habe und die Länge 2, dann wäre 4 nicht drin im Bereich, weil es eben vor dem Bereich ist. 5, der Startwert selber ist im Bereich. 6 ist auch im Bereich. 7 soll schon nicht mehr im Bereich liegen. Aber so wie es hier programmiert ist, würden wir genau dann, wenn wir die Werte 5, 2 und 7 nehmen, ein falsches Ergebnis bekommen, weil die Implementierung halt nicht ganz korrekt ist. Das sehen wir dann später. Gut, dann gehe ich zurück in die Overview-Perspektive und das nächste, was ich jetzt tue, ich sage zu Tessie, analysiere doch mal diese C-Quelle. Und wir wissen schon, es wird nur ein einziges Testobjekt drin sein, eben die Funktion isValueInRange. Und ja, ich nehme mal einen Schluck Wasser, während Tessie da überlegt. So, jetzt haben wir das Ende der Analyse. Hier haben wir ein einziges Testobjekt. Wenn wir mehrere Funktionen hätten, hätten wir da halt eine Liste von Testobjekten. Und ja, Tessie hat das Interface bestimmt. Und das Testinterface ist also hier in einer anderen Perspektive, in der Interface-Perspektive. Und weil wir ein sehr einfaches Testobjekt oder eine sehr einfache C-Quelle haben, sind viele Felder leer. Es gibt keine externen Funktionen, die im Spiel sind. Es gibt keine weiteren Funktionen in dieser C-Quelle. Es gibt keine externen Variablen. Es sind auch keine globalen Variablen im Spiel. Das Einzige, was wir haben, sind zwei Parameter unseres Testobjekts. Der erste ist eben diese Struktur mit den zwei Komponenten Start und Länge. Und das Wesentliche ist jetzt hier die Passierrichtung in. Tessie hat eben erkannt, dass diese Werte vom Testobjekt nur gelesen werden und nicht geschrieben. Deswegen gibt es hier eben die Passierrichtung in. Das Gleiche gilt auch für den zweiten Parameter. Das ist der Wert V1. Die Variable V1, und das ist eben die Variable, von der wir wissen wollen, ob der Wert im Bereich drin liegt oder nicht. Auch da hat eben Tessie herausgefunden, dieser Wert wird nur gelesen und nicht geschrieben. Das bedeutet für uns später auch, wenn wir einen Testfall machen, für diese drei Variablen hier müssen wir Werte vor dem Test vorgeben, weil sie halt eben gelesen werden müssen. Out, also Ergebnisvariable, ist in unserem Fall nur der Returnwert von unserem Testobjekt. Das hatte ich jetzt mehrmals erwähnt. Wenn es einen Returnwert gibt, dann ist er halt immer out. Okay, soweit keine Überraschungen und wir können gleich weitergehen zum nächsten Schritt, nämlich der Testfallspezifikation. Die mache ich in der Perspektive Testdaten Editor. Da habe ich hier unten links im Test Items View die Möglichkeit, Testfälle anzulegen. Mit eben hier dem Kontextmenü kriege ich New Test Case, kann damit einen neuen Testfall anlegen. Wenn ich das tue, dann kriege ich hier in dem View Test Data View, kriege ich dann eine Spalte eingeblendet, in der ich Daten eintragen kann. Klicke jetzt also auf New Test Case und kriege hier auf der rechten Seite eine Spalte für meine Testfalldaten. Die Testfalldaten dieser Spalte sind so organisiert, dass oben die Eingangswerte sind, ja, und irgendwann unten kommen dann die Ausgangswerte. Wir wissen vom Interface, dass wir eben drei Eingangsvariablen haben und ich gebe jetzt einfach mal hier Werte ein. Ich nehme 5 als Startwert, 2 als die Länge und ich möchte wissen, ob 6 im Bereich liegt oder nicht, weil Tessie weiß, dass der Return-Wert ein Enumeration-Type ist, der nur die Werte Ja und Nein annehmen kann, schlägt es mir das schon vor. Und für diese Eingangswerte ist eben Yes der korrekte
das korrekte erwartete Ergebnis. Ich kann das speichern, dann habe ich schon meinen ersten Testfall. Das war jetzt eine Methode, eine von den vielen Methoden, wie ich Testfälle in TESI anlegen kann. Das war jetzt die, sage ich mal, interaktiv manuelle Methode, ja. Also über das User Interface. Ich kann jetzt hier auch Testfälle duplizieren. Ich kann zum Beispiel den Testfall kopieren und dann mit Paste wieder hier reinwerfen. Dann kriege ich halt hier einen zweiten Testfall. Im Moment ist der ein Duplikat, aber na, mit Duplikaten nützt uns eigentlich nicht viel. Ich ändere jetzt hier den Eingangswert 6 in 7 und aus der Spezifikation wissen wir, dass No das richtige erwartete Ergebnis ist. Aber ich habe Ihnen auch gesagt, ein Testfall mit diesen Werten wird fehlschlagen, weil halt eben ein Programmierfehler im Testobjekt noch drin ist. So, jetzt kommen wir zur Ausführung. Jetzt wird es natürlich ein bisschen tricky. Ich habe ja gesagt, TESI nimmt jetzt den Kai-Compiler für ARM, um das hier auszuführen. Und ich habe auch gesagt, TESI geht davon aus, dass Microvision der Debugger der in diesem MDK enthalten ist, zur Testausführung verwendet wird. Den habe ich jetzt aber absichtlich noch nicht gestartet und wir werden sehen, dass es jetzt eine ja, Fehlermeldung gibt, weil halt eben die Tests nicht ausgeführt werden können. Ja, das ist also die erwartete Fehlermeldung. Da kümmern wir uns jetzt nicht weiter drum. Ich weiß, was die Ursache ist. Wir müssen nämlich Microvision starten. Ich habe hier ein Icon, das kann ich starten. Und jetzt kann ich halt eben, also jetzt startet das Microvision. So, und wenn ich jetzt zurück zu TESI gehe, dann kann ich einfach sagen, ich führe den Test nochmal aus und dieses Mal ist Microvision da. Ich gebe zu, ich habe das schon entsprechend eingerichtet, dass die zwei kommunizieren können. Das muss man natürlich auch tun. Das läuft über TCP/IP. Und jetzt sehen wir, wie eben in der Simulation von Microvision, das arbeitet als Instruction Set Simulator, die Tests ausgeführt werden. Jetzt haben wir hier auch unsere Testergebnisse. Wie erwartet ist der zweite Testfall fehlgeschlagen. Da kam also das falsche Ergebnis raus. Und ja, der erste Testfall, der ist bestanden, der ist grün. Man kann auch sehr leicht sich ein Testergebnis anzeigen lassen. Ich mache das mal an dieser Stelle mit dem fehlgeschlagenen Testfall. Man klickt einfach auf diesen Button. Es gibt Test-Reports in verschiedenen Formaten, zum Beispiel auch als PDF oder als Word-Datei. Es gibt sie immer als XML-Datei. Ich habe TESI so eingestellt, dass ich einen Test-Report in HTML bekomme. Und ja, ich habe hier gewisse Management-Informationen. Ich sehe auch hier, also die Fachleute sehen hier ein Scatter-File, ja, also man sieht, welches Scatter-File verwendet wird. Man sieht den Startup-Code. Ich habe ein STM32F als Simulationstarget gewählt, ja, und also das ist spezifisch für den Compiler, den ich gewählt habe. Man sieht hier aber auch das Interface meines Testobjekts. Es ist dargestellt mit den Passierrichtungen. Das, was ich Ihnen aber eigentlich zeigen wollte, sind die zwei Testergebnisse. Das obere ist grün, das ist bestanden. Im unteren sehen wir, die Eingangswaren waren 5, 2 und 7. Herausgekommen ist yes, erwartet hatte ich no, das war nicht gleich, deswegen ist der Testfall fehlgeschlagen. Das hier sind auch jetzt sehr einfache Testfälle. Die Testfälle haben keinen Namen, haben keine Beschreibung, haben keine Spezifikation, nichts. Also, und es sind eigentlich im Wesentlichen nur Integer-Werte. Also, das ist sehr einfach. Üblicherweise sehen die Ergebnisse ein bisschen komplizierter aus, umfangreicher aus. Okay, ich schließe das wieder zurück zu TESI. Naja, wir haben jetzt ja das Problem, dass wir einen fehlgeschlagenen Testfall haben. Da müssen wir uns drum kümmern. Ich habe aber auch gesagt, TESI bietet da eine komfortable Möglichkeit zum Debuggen an. Ich kann nämlich diesen zweiten Testfall alleine ausführen und ich kann da dieses Häkchen hier unten setzen. Also um dieses Häkchen hier unten geht es mir. Define Breakpoint Test Object. Wenn ich das tue und diesen Testfall ausführe, dann wird die Testausführung nicht bis zum Ende laufen, sondern wir landen im Software-Debugger, in unserem Fall halt eben in Microvision. Und zwar am Anfang des Testobjekts. Das ist jedenfalls der Plan. Sie sehen, jetzt wird wieder die Testausführung simuliert, bis wir eben also die Testapplikation wird simuliert und jetzt am Anfang des Testobjekts halten wir an. Das ist unser Testobjektcode. Sie sehen auch, da ist unverändert. Und ich kann jetzt hier, wie
Line-Steps machen. Also wenn ich jetzt hier draufklicke, mache ich einen Line-Step von der Zeile 38 auf die Zeile 39 und ich könnte mir auch Variablen angucken. Also ich müsste jetzt hier eigentlich sehen können, dass V1 den Wert 7 hat. Das bedeutet, wir sind im zweiten Testfall. Das ist also alles soweit richtig. Wenn ich noch einen Line-Step mache, dann komme ich zum zweiten If an der Zeile 42 und ich würde eigentlich erwarten, dass der Send-Zweig vom zweiten If ausgeführt wird, weil der gibt mir mein erwartetes No-Ergebnis. Wenn ich aber noch einen Line-Step mache, dann sehe ich, ah, war nichts mit dem Return No, wurde übersprungen, ich kriege ein Return Yes, also ein falsches Ergebnis und die Ursache ist eigentlich, dass ein Gleichheitszeichen fehlt in der Entscheidung im zweiten If, also das sollte in größer gleich stehen als in größer und ja, also das habe ich jetzt damit herausgefunden oder vermute ich zumindest, wenn ich soweit bin, kann ich sagen, ja, führe den Test bis zum Ende aus und lass dann sozusagen die Simulation bis zum Ende laufen. Das ist jetzt passiert. Und ich habe hier meinen fehlgeschlagenen Test. Ich kann jetzt den eingebauten Editor verwenden. Wie gesagt, Sie können auch Ihren eigenen verwenden, um das fehlende Gleichheitszeichen einzufügen. Also meine Vermutung ist, dass hier an dieser Stelle ein Gleichheitszeichen fehlt. Das füge ich jetzt ein, speichere das ab und gehe zurück in den Testdateneditor Perspektive und ja, ich kann jetzt entweder den zweiten Testfall ausführen, das wäre sozusagen ein Confirmation-Test, ob dieser Bugfix den zweiten Testfall sozusagen rettet, dass der jetzt bestanden ist. Ich kann aber auch beide Testfälle zusammen ausführen. Und wenn ich das tue, bevor ich das tue, ich habe vor, beide zusammen auszuführen, aber ich wollte Sie einfach mal fragen, was denken Sie denn jetzt? Wird der erste Testfall mit dem geänderten Quellcode weiterhin bestanden sein, also grün sein, oder wird er jetzt fehlschlagen und wir müssen noch was ändern am Testobjekt, oder wird er grün bleiben und wir haben Glück? Was ist denn Ihre Meinung? Ich sehe schon, Sie voten hier. Ja gut, ich sehe, ein Ergebnis zeichnet sich ab. Ich schließe das jetzt mal und ich möchte es Ihnen auch zeigen, was rausgekommen ist. Also die meisten haben ja geantwortet. Jetzt machen wir mal einfach die Probe aufs Exempel. Ich gehe einfach hier drauf. Das bedeutet, beide Testfälle ausführen. Wie gesagt, das wird jetzt. Wieder in der Simulation passieren. So, und jetzt sehen wir das Ergebnis. Ja. Der erste Testfall ist weiterhin bestanden. Das heißt, alle diejenigen, die ja geantwortet haben, haben recht gehabt. Aber lieber wäre es mir eigentlich gewesen, wenn mehr sich für man kann es nicht sicher wissen entschieden hätten, weil wir haben das Testobjekt geändert, wir haben dann Gleichheitszeichen eingefügt und wir können es ganz allgemein eben nicht immer voraussagen, was jetzt mit den Testfällen, die wir schon haben, passieren wird. Also in meinen Augen wäre, man kann es nicht sicher wissen, die bessere Lösung gewesen, dass Nein nicht zutrifft, das haben wir jetzt gesehen. Also und um das nochmal zu sagen, Testfall 2 war ein Confirmation-Test, zu schauen, ob der Bugfix funktioniert hat. Testfall 1 haben wir jetzt als Regressionstest, um zu sehen, ob unser Bugfix sozusagen den Testfall 1 verschlechtert hat und der jetzt eben vielleicht fehlschlägt. Okay, jetzt wären wir sozusagen am Ende des Tests. Wir haben zwei Testfälle und ja, was müssen wir noch tun? Wir sollten jetzt noch die Code-Coverage messen. Das kann man recht einfach tun in Tessin, indem man einfach sagt, ja, ich gehe hierher und sage, ich möchte die Tests mit Instrumentierung ausführen, weil die Code Coverage wird durch
Instrumentierung gemessen. Das heißt, es werden zum Beispiel Zähler in die Zweige eingebaut, um zu sehen, wo man durchgelaufen ist in einem Testfall und wo nicht. Ich kann verschiedene Maße auswählen. Ich habe mich mal entschieden, Branch Coverage, also Zweigüberdeckung, Modified Condition Decision Coverage, also die berühmte MCDC Coverage zu messen. Sie sehen, ich habe auch andere Möglichkeiten. Und solange Tessie diese Code Coverage misst, möchte ich Ihnen kurz im Prinzip einen Einblick geben, was so in Standards eigentlich gefordert ist, oder was die da. Ich habe drei Standards rausgesucht: 6508, der allgemeine sicherheitskritische Standard, 2662 Automotive und eben 5028 aus dem Bahnbereich. Man sieht, die drei Maße Statement Coverage, also Anweisungsüberdeckung, Zweigüberdeckung, Branch Coverage und diese MCDC Coverage, die ist gleichermaßen in allen diesen drei Standards, ja, also zumindest also gefordert oder kommt da drin vor. Entry Point Coverage gibt es nur in 6508 und es ist in meinen Augen auch für den Unit-Test nicht so richtig wertvoll. Diese Maße, die hier drin sind, je höher der Sicherheit, also je sicherheitskritischer die Software ist, die es mal testen müsse, umso höher sind die Anforderungen an der Coverage, an die Coverage. Also man kann sagen, so wie es hier steht, ist die Reihenfolge halt eben von Entry Point Coverage für wenig sicherheitskritische Software bis hin zu MCDC Coverage für sehr sicherheitskritische Software. So ist die Abstufung gegeben. Da gibt es üblicherweise Tabellen in den Standards, die dann genau sagen, auf welchem Sicherheitslevel was empfohlen ist. Okay, solange wir hier reingeguckt haben, also wie gesagt, Tessie könnte alle diese vier messen. Ich habe aber nur Branch und Modified Condition Decision Coverage ausgewählt. Kriegen wir vielleicht auch das Testergebnis gezeigt. Wir haben jetzt hier links im Project View praktisch in diesen Tabellen. C1 bedeutet Branch Coverage. Das sehen wir aber. Wir haben nicht grün. Wir haben was Rotes erreicht. Das bedeutet nicht 100%. Wir haben nur 75% erreicht. Das gleiche gilt für die MCDC Coverage für unser Testobjekt. Und wenn wir jetzt genauer wissen wollen, was nicht geklappt hat oder wo noch irgendwie Statements oder Zweige sind, die nicht durchlaufen wurden, kann man das in der Code Coverage Viewer Perspektive näher anschauen. Ich wechsle jetzt in diese Perspektive und ja, im Zentrum habe ich ein Flussdiagramm von meinem Testobjekt mit roten und grünen Zweigen. Rot bedeutet natürlich nicht ausgeführt, grün bedeutet ausgeführt. Hier unten habe ich dann auch noch meinen Quellcode, der eben rot und grün unterlegt ist. Bedeutet natürlich auch wieder rot nicht ausgeführt und grün ausgeführt. Man kann natürlich dann hier auf die Zweige klicken. Ich klicke mal auf den roten Zweig hier oben. Und wenn ich da draufklicke, dann sehe ich unten, dass der also mit dem Return No vom ersten If korrespondiert, also hier in Zeile 27. Ne? Also da sind wir offensichtlich in keinem dieser zwei Testfälle durchgegangen. Dieser Zweig fehlt uns noch zu 100%. Branch Coverage, Zweigüberdeckung. Ich kann auch mal hier auf diese rote Raute klicken, dann sehe ich hier rechts drüben die Entscheidung hier drin. Das ist also die Entscheidung im ersten If und die haben wir also in beiden Testfällen niemals so gehabt, dass sie wahr gewesen wäre. Und das, ja, das bedeutet dann halt eben, der Sendzweig wurde nie ausgeführt. Also wir brauchen noch einen Testfall, bei dem diese Entscheidung hier V1 kleiner als der Startwert irgendwann mal wahr wird. Dann würden wir 100% bekommen. Im Flowchart sehen wir jetzt auch im Prinzip die zusammengefassten Ergebnisse von beiden Testfällen. Also zwei Testfälle sind rein. Unten sehen wir, einer ist sozusagen links abgebogen, einer ist rechts abgebogen. Wenn ich wissen will, was zum Beispiel der zweite Testfall gemacht hat, kann ich den zweiten Testfall hier aktivieren. Und dann sehe ich jetzt im Flussdiagramm den Pfad des zweiten Testfalls durch unser Testobjekt. Und ich sehe, also er hat zum Beispiel den Sendzweig hier genommen. Ich kann auch auf grüne Zweige klicken. Dann sehe ich halt eben dieser grüne Zweig hier beim zweiten If. Das ist das Return No vom zweiten If. Und wenn wir uns erinnern, wir haben ja das Gleichheitszeichen, das wir jetzt hier auch noch sehen, deswegen eingefügt, damit wir halt eben das Return No vom zweiten If ausführen. Also soweit ist alles konsistent und passt zusammen und wir können das jetzt angucken. Ich spare es mir jetzt, einen dritten Testfall zu machen, zum Beispiel mit dem Wert 4, der würde dann eben 100% Coverage kriegen. Aber aufgrund der fortgeschrittenen Zeit möchte ich die Live-Vorführung hier beenden und ich gehe zum dritten letzten abschließenden Teil. Ich hatte gesagt, ich würde Ihnen sehr gern einen ganz kurzen Überblick über die anderen Features geben in Tessie, die Hauptfeatures, die wir halt eben jetzt hier gar nicht behandelt haben.
Ja, also zunächst mal, Tessig hat ein Zertifikat vom TÜV Süd in München, das grob gesagt bescheinigt, dass TESSI zum Test von sicherheitskritischen Applikationen verwendet werden kann. Speziell abgedeckt durch das Zertifikat sind die Standards 65008, also der allgemeine Standard 26262, der Automotive Standard 5028 Bahnbereich, 62304 Medizintechnik. Aber man kann im Prinzip TESSI auch für andere Standards einsetzen, zum Beispiel DU178 aus dem Avionics-Bereich, weil es gibt auch ein Tool-Qualifikationspaket dazu. Man kann sich sozusagen das Werkzeug TESSI für sein eigenes Projekt selbst qualifizieren mithilfe dieses Tool-Qualifikationspakets, das man also bekommen kann. Insofern kann man es im Prinzip für beliebige sicherheitskritische Software anwenden. Das nächste, was ich sagen wollte, TESSI ist nicht nur ein Unit-Test-Tool oder ein Modultest-Tool, sondern man kann auch Integrationstests mit TESSI machen. Die Testobjekte im Integrationstest werden Komponenten genannt und man kann sich die mal grob so vorstellen, dass man sagt, ja, man nimmt einfach mehrere Units und testet die zusammen und schaut, ob die halt richtig interagieren. Diese Units müssen sich nicht zwingend irgendwie gegenseitig aufrufen, also die können auch unabhängig sein. Die können zum Beispiel über gemeinsame Daten kommunizieren, wie ein Stack zum Beispiel. Also das ist auch eine Möglichkeit, die man mit TESSI machen kann. Die Testfälle sehen ganz anders aus, als was Sie gerade eben gesehen haben, also ein komplett eigener Bereich. Ich habe kurz erwähnt, TESSI besitzt auch ein Requirements Management Tool. Also man kann in TESSI Requirements anlegen, man kann die dann mit Testfällen verknüpfen und kriegt dann so Auswertungen, die einem sagen, oh, zu diesem Requirement gibt es noch gar keinen Testfall oder der Testfall zu diesem Requirement ist aber fehlgeschlagen. Ja. Solche Auswertungen kann man sich dann erstellen. TESSI kann, man muss die Requirements nicht in TESSI anlegen, TESSI kann Requirements auch importieren. Da gibt es ein Format, Requirements Interchange Format, das die meisten externen anderen Requirements Tool erzeugen können. Also man muss nicht in diesem Format importieren. Man kann auch, wie man hier unten sieht, ganz, ganz normale Textdateien verwenden, um Requirements in TESSI reinzukriegen und dann die Verlinkung zu machen. Wenn man REG-EF hat, kann TESSI dieses Format auch noch, sagen wir mal, erweitern. Man kann dann zu Requirements, kann TESSI die Informationen hinterlegen, ja, zu diesem Requirement gibt es drei Testfälle und alle drei sind bestanden. Solche Sachen. Wie gesagt, ist ein eigenes Thema, würde ein eigenes Webinar erfordern. Was noch in TESSI drin ist, was man verwenden kann, also die Requirements, Sie können auch völlig ohne Requirements in TESSI arbeiten, muss man nicht verwenden. Genauso ist es hier mit dem Klassifikationsbaum-Editor. In TESSI ist ein Klassifikationsbaum-Editor drin, der einem erlaubt, Testfälle in grafischer Form zu spezifizieren und hat auch viele Hilfen, wie man jetzt zum Beispiel von Klassennamen hier zu Werten kommen kann. Diese Klassifikationsbaum-Methodik, ganz, ganz kurz, besteht aus einem oberen Teil, das ist der Baum, der Klassifikationsbaum, und da drin sieht man zum Beispiel Äquivalenzklassen. Hier links habe ich sowas wie Lenkwinkel und die möglichen Lenkwinkel, die als Testeingaben da sind, sind in drei Äquivalenzklassen zerlegt: Linkseinschlag, Rechtseinschlag und geradeaus. Und hier rechts sehe ich Geschwindigkeit. Auch da sind Äquivalenzklassen im Spiel. Das ist jetzt eingeteilt in die Äquivalenzklasse. Alle gültigen Werte, alle ungültigen Werte. Und man sieht dann halt eben auch, dass ungültige Werte verwendet werden. Zum Beispiel negative Geschwindigkeit wäre ein ungültiger Wert. Man sieht jetzt hier aber auch, dass Grenzwerte verwendet werden. Zum Beispiel von den gültigen Geschwindigkeiten gibt es dann auch Testfälle mit der Geschwindigkeit 0. Das ist sozusagen ein Grenzwert. Und Testfälle mit der Geschwindigkeit Vmax, das wäre auch ein Grenzwert. Das oben ist sozusagen der Baum, unten in der Tabelle, eine Zeile in der Tabelle repräsentiert einen Testfall und anhand dieser Markierungspunkte, die man setzen muss, wird halt eben gesagt, was kommt denn in einem bestimmten Testfall vor, was ist der Zweck eines Testfalls, was soll der prüfen. Also ich sehe zum Beispiel halt, der Testfall 4 hier hat die Geschwindigkeit 0, das ist ein Grenzwerttest. Wie gesagt, ist in TESSI mit enthalten, kann man verwenden, muss man aber nicht. Man kann Testfälle auch anders spezifizieren. In TESSI gibt es auch der nächste Punkt, also gibt es auch eine grafische Darstellung von Testfällen. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel in der Mitte so eine Treppenkurve, ja. Die beigen Werte sind die Eingangswerte von 20 Testfällen. Die blauen sind die erwarteten Werte, die grünen sind die tatsächlichen Werte und man sieht jetzt hier also, für die meisten Testfälle ist blau und grün identisch. Das sind die Testfälle bestanden. Man sieht aber auch, drei Testfälle haben ein leicht abweichendes Ergebnis.
Aber die Abweichung ist nicht sehr groß. Also das sieht man halt eben grafisch einfacher, als wenn man irgendwelche Excel-Sheets durchkämmen muss. Tessie besitzt auch eine textuelle Repräsentation der Testfälle. Das heißt, wenn man Testfälle irgendwie grafisch angelegt hat oder wie auch immer, dann kann man die sich in diesem Format erzeugen lassen. Das ist dann eine Textdatei, im Prinzip, die man sich erzeugen kann. Also man kann dann die Testfälle, so wie sie in einem bestimmten Moment sind, als Textdatei abspeichern, kann diese Textdatei dann auch im Versionskontrollsystem eingeben und hat dann den Stand der Testfälle zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und wenn man zum späteren Zeitpunkt nochmal sich so eine Datei erzeugt, dann kann man also durch Vergleichen erkennen, wie haben sich denn die Testfälle verändert, sind welche hinzugekommen, sind welche weggefallen, haben sich welche geändert und so weiter. Natürlich kann man eine solche Datei auch importieren in Tessie. Das heißt, man kann das auch im Prinzip zur Sicherung der Testfälle verwenden und zur späteren Wiederherstellung der Testfälle, so wie sie zu einem früheren Stand waren. Also das geht auch. Tessie hat eine Kommandosprache. Das bedeutet, man könnte Tessie auch ohne User Interface betreiben, wenn man mal Testfälle angelegt hat. Also Testfälle anlegen, das geht nur über das User Interface. Das wäre zu kompliziert per Batch-Datei, aber ansonsten kann man praktisch alles, was Tessie im User Interface tun kann, auch über Batch-Datei ausführen. Und diese Kommandosprache, das ist im Prinzip auch die Grundlage zur Integration von Tessie in Continuous Integration Systeme. Also Tessie kann zum Beispiel ziemlich gut mit Jenkins zusammenarbeiten. Also das ist ein sehr häufiger Continuous Integration Server, der da verwendet wird. Tessie ist eigentlich ein dynamisches Testwerkzeug, weil die Tests eben ausgeführt werden. Aber Tessie weiß so viel über das Testobjekt, dass es relativ einfach ist, so Dinge wie die zyklomatische Komplexität anzugeben. Also Tessie kann auch Metriken berechnen, was eigentlich in den Bereich der statischen Analyse geht. Also wir sehen jetzt hier zum Beispiel eben die Ergebnisse, die zyklomatische Komplexität für verschiedene Units, also hier zum Beispiel also rechtwinkliges Dreieck oder nicht. Und die farbliche Unterlegung zeigt halt eben, ob der Wert ja im grünen Bereich liegt oder halt schon im roten Bereich liegt und man da irgendwas tun müsste. Als letztes habe ich noch das neue Feature in Tessie, das erst seit kurzem da ist, nämlich eben automatisierten Mutationstest zu machen. Das finde ich was Hochinteressantes. Dieser Mutationstest ist dann möglich, wenn ich praktisch einen Satz von bestandenen Testfälle habe, die also alle grün geworden sind. Und mit dem Mutationstest kann ich dann die Qualität dieser Testfälle prüfen, weil Tessie geht jetzt her und automatisch macht eine Mutation. Das bedeutet, das Testobjekt wird verändert, der Quellcode vom Testobjekt wird verändert, gezielt verändert. Zum Beispiel wird aus einem logischen und ein logisches Oder gemacht. Und dann wird dieser veränderte Quellcode mit den vorhandenen Testfällen nochmal getestet. Und jetzt ist die spannende Frage, merken die Testfälle, die ich schon habe, dass sich mein Testobjekt geändert habe? Und wenn Sie sich die Situation vorstellen, Sie haben im Testobjekt ein logisches und durch ein logisches Oder ersetzt und lassen Ihre Testfälle durchlaufen, die sind immer noch alle grün, dann würde mich Zweifel an der Qualität dieser Testfälle beschleichen, weil die haben nicht gemerkt, dass eigentlich das Testobjekt inzwischen was ganz anderes ist. Das ist der Ansatz vom Mutationstest. Wie gesagt, Tessie kann das automatisieren. Okay, jetzt bin ich am Ende. Vielen Dank, dass Sie teilgenommen haben. Ich hoffe, es war interessant für Sie. Ich hoffe, Sie haben vielleicht die eine oder andere neue Erkenntnis gewonnen. Wie gesagt, vielen Dank.